Elisabeth, Johannes und Kauko. Manövrieren euch auf klapprigem russischem Motorradgespann kreuz und quer durch drei Kontinente. Stets Richtung Osten. Und wenn alles klappt, bis nach New York City. Also wir wollen schon echt wissen. Ich meine, wenn da ein Fluss kommt, der keine Ahnung, einen Meter tief ist, dann würde ich schon mal gucken, ob man da durchkommt. Ich habe auf jeden Fall davon heute Nacht geträumt. In diesem Pannentheater begegnen uns die unterschiedlichsten Menschen rund um den Globus. Extremale. Mit ihrer Hilfe fahren wir immer ein Stückchen weiter. Bis zum nächsten Breakdown. Ich will nie wieder Natur sehen, nie wieder diese Oralmotorräder anfassen. Ich würde es einfach nur anzünden.